Yo, Justin hier mit seinem Video. Ich kaufe eine Uhr, vielleicht Iced Out. Wir gönnen uns mal das Video. Hat auch bald 400.000 Abonnenten. Gönne ich ihm auf jeden Fall. Würde mal sagen, wir schauen ins Video rein. Das Ganze hat mittlerweile jetzt fast 500.000 Klicks. Also, ja, wurde vor 3 Tagen sogar hochgeladen. Vielleicht Iced Out. Marc, absoluter Ehrenmann. Ich feiere das, wenn du in meinen Videos dabei bist. War auch bei Inscope im Stream dabei gewesen. Absoluter Ehrenmann. Der Abschied. Ne? Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ich denke mal, der verkauft seine Uhr. Oder mehrere, ich weiß nicht. Vielleicht verkauft er seine Iced Out, denke ich mal. Und vielleicht noch eine dazu. Ich weiß nicht, seine Rolex oder so. Keine Ahnung. Im Blockbuster-Qualität. Wir haben heute Großes vor. Ja. Mit dabei der Marc. Ja, Marc, was haben wir heute vor? Genau. Erzähl mal, heute findet der Austausch statt. Ja. Ja. Du trennst dich von einer Uhr, die... Nicht nur von einer. Nicht nur von einer, stimmt. Ah, ja. Ja. Nicht nur von einer, von 2 Uhren und mit der 1 Uhr hast du alles verändert. Marc ist so ein Ehrenmann, wie der sich immer anzieht. Ja, mit der Uhr hier. Also Leute, ich gebe meine Datejust 41 ab, Iced Out. Wir haben auf der kombiniert einfach seine ganzen Klamotten immer perfekt, auch im Matching zur Uhr. Absoluter Ehrenmann, geil. In Deutschland natürlich einige Trends damit gesetzt. Jeder hat gefühlt Videos darüber gemacht. Jeder. Ein paar Leute sind auch nachgezogen, haben sich ein Iced Out geholt und so. Vor allem sein bester Freund ist nachgezogen, Lilano mit der Iced Out AP. Freut mich natürlich, wenn ich andere auch inspirieren kann. Ja, okay. Und war eine sehr schöne Uhr. Ich habe jetzt meine erste Day-Date abgegeben, meine Bicolor Datejust und jetzt die Iced Out Datejust. Viele von euch ahnen natürlich schon, was kommt. Wir haben hier schon einen Audemars Piguet-Karton stehen. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, bevor du den aufmachst, gebe ich dir natürlich feierlich, überreiche ich dir meine alte Uhr. Solides Modell auf jeden Fall. Okay. Kann man nichts gegen sagen. Ja, jetzt folgt der nächste Schritt. Ja, safe. Abschließend natürlich nochmal die Frage, ob man das gesehen hat, ne? Ja. Ich denk schon, also das ist jetzt ein für alle Mal beantwortet. Alles klar. Ja, dann schauen wir uns mal an, was das nächste Modell ist. Ja, ich bin sehr gefreut. Ja. Man muss dazu sagen, Marc hat auf seinem Kanal schon ein bisschen gespoilert. Aber ja. Ein bisschen, ja. Also okay. Wir sind ja schon von einem Karton her. Es ist in dem Fall jetzt Audemars Piguet. Und ja, das ist ganz. Iced Out AP? Ich glaube nicht. Mal von innen an. Ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, die Uhr ist noch nicht ganz. Nee. Ich habe es nicht hinbekommen, von daher, wir haben hier ein paar Bestandteile der Uhr. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, ich denke, man sieht es auf jeden Fall, oder? Also wir haben die Royal Oak 15400 halt mit einem Baguette-Ziffernblatt, also ja. Komplett iced out. Das ist das Baguettes, Modell. Baguettes, Leute. Ja. Und ja, ist halt noch nicht ganz fertig. Das sind die einzelnen Bestandteile. So sieht das Ganze aus, bevor wir das zusammensetzen. Und wenn ich das jetzt so sehe, irgendwie, es ist eine schöne Uhr, aber ich habe irgendwie doch mehr Bock auf was Plain Jane ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ja. Hast du noch was irgendwie da? Ja. Ah ja, die falsche Fährte. Also ich meine, das Spannende ist, ja, im Hintergrund ist noch außerdem gibt es ja auch schon Leute, die Uhr haben, dann ja. Sollen wir mal switchen oder was? Ich wette, ungelogen jetzt, der wollte sich die vielleicht schon holen oder hatte das im Sinn gehabt oder so, aber... Sein Bro Lelano hat die Uhr, deswegen kann er das halt jetzt auch nicht bringen. Es wird doppelt so teuer, ne? Oh. Bisschen mehr. Bisschen, ne? Okay, ja. Also Lelano seine hat, glaube ich, 50.000 gekostet, kann das sein. Dann wird seine 100.000 kosten. Ja, komm, mach. Das ist schon krass, das ist so viel Geld. Krank. Okay, was die Leute nicht wissen, ja, es gibt noch ein anderes Projekt. Ich habe mich tatsächlich vor einer Woche umentschieden, Leute. Okay. Mr. Mill. Okay, Richard Mill is coming. Dann rede ich jetzt, ne? Ich sag dann. Ja, erstmal nichts sagen. Okay. Erstmal einfach nur wirken lassen. Und soll ich auf den Knopf drücken? Ja, jetzt.
Okay, krass, Richard Mille. Grünes Armband, ich weiß nicht. Vielleicht kriegt er noch ein zweites mit dazu. Aber ist nicht so mein Geschmack, aber Richard Mille. Krank teuer. Krank. Aber hat er sich ja hart erarbeitet. Gerade so durch YouTube und seine eigene Marke. Läuft gerade bei ihm, läuft auf jeden Fall. Ich gönn's ihm. Ja, also es ist was Großartiges geworden. Und zwar eine RM10, die Richard Mille von, Richard Mille. Das ist kein Prank. Das ist kein Prank. Das ja. Match perfekt mit seinem Pulli einfach. Der hat es schon direkt kombiniert. Okay. Einer der beliebtesten Uhren momentan, ja, jeder Superstar, jede Königsfamilie, bei denen sieht man die Uhren am Handgelenk. Es ist ein ganz besonderes Modell. Alter, das ist wirklich geil. Ja, ich meine, die kommt schon in einer etwas anderen Box auch, ne, muss man sagen, mit Uhrenbewegern. Ja, ey, das ist ja wirklich unfassbar, also mit Rolex nicht zu vergleichen. Ich muss dazu sagen, bevor gehatet wird, ich verstehe, wenn Leute sagen, ey, die AP wäre viel geiler gewesen oder grünes Band feiere ich nicht. Ich krieg ein schwarzes und ein grünes Band, das heißt, ich kann ein bisschen wechseln. Okay. Aber ich wäre ja nicht der Kombinationsbesser. Dann ist ja okay so, also mit schwarzem Band. Krasse Uhr. Ja, das matcht schon 100%. Also ich habe mich sehr gefreut, als du dich dafür entschieden hast. Ich mich auch, ja. Weil also das glaube ich dir, dass du dich gefreut hast. Diese Uhr, die wird auf lange Sicht Ehrenmann. Noch eine deutliche Wertsteigerung hinlegen. Das war mir auch wichtig. So eine AP Ice Out ist schön, aber du hast halt nichts so für die Ewigkeit. Und wenn man die jetzt in ein oder zwei Jahren sich anguckt, so dann denkt man, okay krass, die lag im Februar noch bei viel, viel weniger als jetzt. Also immer noch natürlich mehr als jetzt eine Ice Out. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig bei säuren Uhren. Bei solchen Uhren, dass das Ganze eine Wertsteigerung mit sich bringt, dass es eine Wertanlage ist. So, da investierst du 100.000, aber wenn du das jemals brauchen würde, kann es für 100 oder mehr verkaufen. Das ist halt schon wichtig. Oder so, aber die hat einen krassen Sprung hingelegt und ich finde, die Marktdynamik wird auf jeden Fall zeigen, dass die noch umfallen wird vom Preis her und das wird noch, da ist noch einiges drin. Ey, ich bin so überwältigt, ohne Witz. Ja. Das ist wirklich so. Traumuhr. Ich habe halt immer so gedacht, eine AP Iced Out ist so das Krasseste, was man sich holen kann, weil ich gar nicht so in diesem Segment gedacht habe. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich sinnvoller, sich sowas zu holen, ohne dass es jetzt doof klingt, aber es, oder? Ja, auf jeden Fall. Da wirst du immer einen Abnehmer finden für ein Wahnsinnsmodell. Wir haben Automatikwerk mit Kalender, zentraler Sekunde. Die ist hinten offen. Los, sag ich mal. Genau, das können wir auch nochmal gleich zeigen, die Uhr. Krank, sieht schon geil aus. Geil. Uhr ist in Weißgold und gibt's nicht mehr. Wurde aus dem Programm genommen. Ja. Weißgold und Kautschuk Band. Richard Mille, RM10. Ey, Geist, also wirklich, da kann man wirklich geisteskrank sein. Ja, und niemand hat damit gerechnet, ja? Ja. Also wirklich ein ganz tolles Modell. Er hat diese Tonneau-Form und sieht halt so charakteristisch aus, wie man die RM-Modelle auch kennt. Ja, und hat, ich glaube, hier braucht man auch nicht mehr Fragen, gell? Ob man das sieht. Okay, Leute, das war es jetzt schon fast von dem Video. Natürlich kann das Video nicht enden, ohne dass ich mich bedankt habe. Also wirklich an jeden, der mich auf dem Weg hier supportet hat, vielen, vielen Dank. Ich weiß sowas unfassbar zu schätzen. Ich habe meine anderen drei Uhren abgegeben für die und natürlich gut was draufgelegt. Ja. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, vor allem nicht in meinem Alter. Und, 100.000 Euro für eine Uhr. Puh. Heftig. Ich finde das echt krass, dass ich mir sowas ermöglichen darf. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja im Dezember 2018 schon von dieser Uhr geschwärmt. Und eine Richard Mille mit einem... Ja, Mann, geil. Sogar mit grünem Kautschukband. Das war wirklich krasser Zufall, dass Marc jetzt auch eins hier da hat. Ja, ja, ich freue mich einfach nur gerade übertrieben. Das ist unfassbar echt. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, krank, euch hat das Video krank. Unterhalten. Ja, wir sehen uns wieder. Lasst mir gerne ein Like da, haut rein. Peace. Krank, mein Respekt hat er auf jeden Fall. Ich würde mich nicht trauen, mit einer 100k-Uhr rumzulaufen, sage ich euch ehrlich. Digga, dann wirst du so überfallen wie 6ix9ine und dann war's das. Bei dem wurde ja auch, keine Ahnung, sein ganzer Schmuck gerippt. Ah, boah, ich weiß nicht. In Deutschland kannst du das vielleicht bringen, aber... Boah, ich weiß nicht. Schon gefährlich, also. Digga.